Gott durch die ja, schlimmste Epoche ihres Lebens gehen. Ne? Ich nehme mal einen Schluck. Hallo? Hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dankeschön, mein Freund. Und wie geht's dir? Handel dir das, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Eine Frage. Also erstmal, ja. Ich bin Muslim, aber ich möchte mich trotzdem gerne mit dir unterhalten. Okay. Weil ich sehe meine christlichen Freunde als Brüder, weißt du, was ich meine? Also ich mag sie, sie mögen mich, ich helfe ihnen, sie helfen mir. Weil ich bin der Meinung, es gibt zu viel Hass. Ja, du bist ein guter Junge, bist du. Das ist das. Aber deine Religion sagt etwas anderes, Abdel. Du hast ein gutes Herz, also so, man merkt, dass du niemanden schaden willst und dass du niemanden auf den Schlips treten möchtest, auch deinen christlichen Freunden und sowas willst du nicht wehtun, weil du in etwa ein guter Mensch bist, der Moral, Ethik und Anstand besitzt. Aber Allah fordert etwas anderes von dir. Das ist das große Problem, was wir haben, Abdel. Ja, also ich bin trotzdem auch als Schweizer Muslim, jeder von uns hat eine eigene Meinung. Ich respektiere deine Meinung. Du auch meine, das weiß ich. Deswegen, also, ich finde einfach gerade diese Lage und so, auch schon mit dieser AVK. Also, an sich, ich feiere AVK seine Videos. AVK und ich, wir haben ganz YouTube demoliert, glaub mir, ja, Mann, das ja, war Mann. So krass, ey. Es war wirklich lachend. Wir haben ganz YouTube übernommen, AVK und ich. Sobald er ein Video gemacht hat und ich geantwortet habe, alle waren still, alle. Ja, Mann. Du exklusiv von AVK. Du musst auch mal durch seine Videos gehen. Mit mir hat er die höchsten Aufrufzahlen von seinem gesamten Kanal. 2 Millionen Aufrufe, 2,2 Millionen, 1,5 Millionen. Unglaublich, ey. Das war wirklich Lachkickzeit. Also schon witzige Videos, muss ich sagen. Unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, ich habe das natürlich auch so als bisschen für mich genutzt, also sowieso für mich genutzt, aber wollte das Ganze auch in einer Art und Weise rüberbringen, damit die Leute auch Spaß daran haben zuzuhören. Weil du weißt ja, das Thema Gott ist ja so wie, hat keiner mehr Bock zuzuhören. Ne? Das ist das Problem. Jetzt deswegen habe ich versucht, das Ganze zu nutzen, damit die Leute wieder Lust haben an Gott und an den Glauben, an den Herrn, weißt du? Ja. Ansonsten, also zu ABK, magst du ihn an sich vom Charakter her oder, also versteht ihr euch? Ich habe ihn noch niemals in meinem Leben gesehen, den ABK. Ich habe noch niemals ein Wort mit ihm gewechselt, noch nie ein Wort. Also nur über die Videos, nur über diese Content. Ja. Krass, ich dachte, ja war lustig, ja. Ich habe ihn halt genutzt, um weiterzukommen, ne? Um viele, viele, viele Menschen zu erreichen. Gott sei Dank, gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Ja, also schon, die Videos waren schon witzig, sag ich ehrlich jetzt. Aber gerade auch mit Manuelsen und so, habe ich auch die Videos gesehen. Es gibt immer irgendwelche Probleme, habe ich gemerkt. Immer irgendein YouTube-Beef. Ja, ja, der ABK ist so einer, ne? Also ich liebe der ABK. Der ABK, Mark, ist, ja, der ist so im Internet eine sehr große Nummer, was angeht, mit Leute so auseinandernehmen in Sachen, sehr oft so, ne? Du weißt ja, wie ich das meine. Und jetzt ist ein neuer Gegner der Manuelsen, ne? Ich hab mich totgelacht, ey. Der ist so verrückt, der Typ. Ja, der übertreibt manchmal, ne? Nicht jeder mag seinen Humor und nicht jeder kann seinen Humor teilen, ne? Der hat so einen komischen schwarzen Humor und nicht jeder mag sowas. Ja, damit muss er auch rechnen, ja. Ne? Das Problem aber ist, manche gehen halt einfach mit auf seinen Humor, antworten mit Gewalt, mit Bedrohungen und so weiter. Deswegen, also, der ABK sagt ja immer selber, das ist ja alles nur Spaß, was er macht. Da meint er sowas nicht ernst, was er hochlädt und so. Ich weiß, deswegen habe ich das niemals wäre ich da auf die Idee gekommen, ihn aufgrund dieser ganzen Aussagen, die er gegen mich getätigt hat, irgendwie aufzulauern und ihn zu schlagen. Ich habe das Ganze eher als witzig empfunden und habe das für mich genutzt. Ich habe ihn sogar noch gedankt. Ich so, sehr gut, dass du das machst. Mach weiter. Wir können sehr viele Menschen durch dich erreichen. Bester Mann. Abdel, mach dir aber selber Gedanken um deine Ewigkeit, Abdel. Eines Tages wirst du in den Tod gehen, Abdel. Und dann Fall, wirst du vor dem Herrn stehen und dann, was willst du ihm sagen? Ne? Ja. Ich hoffe natürlich, dass du dir einen Gedanken machst und nicht glaubst, dass Gott ein Clown ist, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Ne? Also, Gott ist in der Lage, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen und er hat sein Wort bewahrt. Und wir haben die Bibel
Die Bibel ist akkurat. Also ich glaube, ich werde bis mein Lebensende Muslim bleiben. Trotz dessen, ich finde einfach, man sollte einfach dafür sorgen, dass wir Christen, Juden, Muslime sich einfach alle gut verstehen und gut miteinander klarkommen. Weil ich sehe TikTok-Videos oder YouTube-Videos, wo sich ein Christ oder ein Moslem oder ein Jude sich beleidigen, Streit gibt und so. Das bringt doch, führt doch alles zu Ja, nichts. irgendwie sehe ich nur, dass Muslime, die nur am Beleidigen sind. Die Christen sind ganz locker, ne? Du siehst ja, ich werde ja von morgens bis abends beleidigt und ich sage immer, Gott segne dich, Gott segne dich. Okay, aber manche Leute, zum Beispiel bei diesen ABK-Videos, bei anderen Videos, manche verstehen den Sinn dahinter nicht. Also ABK sagt dann den Leuten nicht, beleidigt den. Also Beleidigungen würden ja nichts bringen. Okay, einfach miteinander normal, gut umgehen und einfach Aber miteinander. Abdel, weißt du, dass dein Gott Allah sagt in Sure 5, Vers 51 und Sure 3, Vers 28, dass wer sich die Ungläubigen zur Freundin nimmt, ist einer von ihnen. Du bist raus aus dem Islam, Abdel, weißt du das? Du bist schon längst ein Ungläubiger. Das wusste ich nicht. Ja, du hast nichts mit dem Islam zu tun. Du bist raus aus dem Islam. Dein Name ist nur noch islamisch. Du hast nichts mit Islam zu tun. Du kannst gerne diese zwei Stellen, kannst du dir aufschreiben und dann kannst du nachschlagen. Kannst du die schnell nochmal sagen, bitte? Sure 3, Vers 28 Ja. und Sure 5, Vers 51. Sure 5, Vers 51, alles klar. Genau. Ja, also ich habe mal gelesen gehabt, dass man darf als Muslim auf gar keinen Fall andere Religionen oder sowas beleidigen. Also Aber Allah beleidigt doch Andersgläubige, Sure 8, Vers 55. ich denke nicht, dass man als Muslim jemand anderen beleidigen darf, also die Religion oder an sich irgendwas. Nur Mohammed hat auch die Andersgläubigen beleidigt, die Quraysh zum Beispiel. Der sagte: Wenn ihr stolz seid auf das, was vor dem Islam war, geh und sag, er soll in den, Fa in den PNIS seines Vaters beißen. Heftig, ne, was der Mohammed sagt. Er sagt, ay kululahu hatta aira abik. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn, ne, wenn Mohammed sowas äußert. Ne? Der sagt dann zu den Leuten, wenn ihr stolz seid auf eure Religion, auf eure Abstammung und so, sagt, er soll in die Klitt von Allah beißen. Ist das zum Fassen? Also, ich sage dazu nichts, weil ich kenne mich nicht mit allen Versen des Das ist Koran das. aus. Du kannst dir das gerne aufschreiben, wo du das zu finden hast. Das steht in Faidul Qadir, Sherhi Jami Es-Saghir. Ich weiß nicht, ob du diese Bücher überhaupt kennst. Nein. Ich sehe gerade, einer hat geschrieben, trinkst du auch Pipi? Also. Ja, weil Mohammed hat das gesagt. Ne? Mohammed hat gesagt, dass man so Pipi trinken kann. Ja, also, ex-Muslim schon sehr nett Kamelpipi. von. Also ich bin sehr nett von deiner Community und von dir, dass sie halt mich vom Christentum überzeugen wollten, das verstehe ich auch. Aber Ja. trotz dessen ist meine eigene Entscheidung, ob ich jetzt Moslem werde, ob ich Christ werde oder sowas, muss ich einfach für mich selber wissen. Aber derzeit, ich bin seitdem ich geboren bin Moslem und ich fühle mich auch so wohl. Trotzdem der Dank von deiner Community und von dir. Möge der Herr Jesus Christus dir beistehen, ne, und dir eines Tages die Augen öffnen. Mach's gut, mein Bester. Ganz gut. Ciao, hat mich gefreut. Ciao. 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 Hallo Bruder, Gottes Segen, in Jesus Namen. Gottes Segen auch dir. Eigentlich wollte ich diesen Abdel was sagen, aber der ist jetzt rausgegangen. Ja, der hört dich ja bestimmt. Wie bitte? Der hört dich bestimmt noch. Ja, Abdel, also wenn du noch drinne bist, ich will dich nicht überzeugen, aber ich bitte den Herrn Jesus Christus, dass er dir begegnet, weil er begegnet vielen Moslems, die momentan auch, also die auch umkehren. Und das kann nur Gott machen. Aber ich weiß nicht, also ich habe vor kurzem jetzt auch gehört, dass Jungfrauen euch begegnen werden im Himmel, also dass die Moslems das glauben. Und das ist für mich, ich will dich jetzt nicht beleidigen oder so. Aber das ist für mich ekelhaft. Also das sagt Herr Jesus Christus, sagt das nicht zu uns. Also wir glauben, aber ihr Moslems glaubt das, aber wir glauben, wenn wir in den Himmel kommen, also wir werden entrückt werden und wir werden mit Jesus nicht einen Mann besteigen oder so. Oder wir werden ihn loben und preisen und ewig mit ihm leben. Und ja, also Islam ist für mich, ich will jetzt nicht beleidigen oder so, oder richtig so attackieren oder so, aber für mich ist der Koran und allgemein Islam ekelhaft, pornografisch und teuflisch.
Diese drei Sachen sind für mich und Gewalt gegen Frauen und so weiter, das ist also für mich ist das also kein niemals in meinem Leben würde mich ein Moslem überzeugen können, dass der Koran Liebe ist oder kein Hass ist oder also niemals würde ich so einen Müll glauben, ja. Aber ihr tut mir leid, ja, ihr tut mir leid, ihr Moslems, in Jesus Christus Namen, ich liebe euch trotzdem. Und ich bete für alle Moslems auf dieser Welt, dass die, hier schreibt einer, wo steht das? Ja, Ja, wenn dann du jetzt liest in doch der den Lage, wenn du Koran. sowas äußerst, siehst du, das ist das. Wenn du also sowas äußerst, meine Liebe, dann musst du auch bereit sein, das ihm zu zeigen. Wo findet man das Ja, dann, also wenn du eine Jungfrau bekommst? Wo findet ich man das dann, werde, wenn du eine Jungfrau bekommst? ja, ich habe also auch von dir gelernt, also Koran und was ich gehört habe. Ja, du hast recht, Bruder. Genau, Ja, und aber du musst jetzt bereit sein, ihm die Suche und alles zu geben. Kannst du das? ja, das ist ja das, was ich selbst aufschreiben muss und suchen muss, weil auch dieses Ja, merke, andere ich sage dir das, ich sage dir Körperliche. das. Das ist einmal in Sure 55, Vers 56. Warte, schreib's mir auf. Gut. Also Sure 55, Vers 56. 56, ja. Und dann hast du Sure 78, Vers 33, wo Allah sagt, dass die Frauen mit üppigen Schwellen, ne, du weißt schon, auf den Ja. Muslim am Warten sind. Und dann Also. in Sure 52, Vers 24 bedienen dann kleine Knaben die Muslime, die Also niemals warte mal. bluten werden. Das erste war Sure 55, Vers 56 und das zweite war Sure 78, Vers 33. 78, Vers 73. 33, Ah, 78, Entschuldigung. 33. 33, ja. Falsch verstanden. Genau. Okay. Und Ja. wird der Muslim noch von kleinen Jungs bedient im Himmelreich, ne, für die, die Homo-Neigung haben, ne, oder Pedo sind, in Sure Oh Gott. 52, Vers 24. Sure 52, Ja, Vers 24. Gottes Segen, TC ist da. Alle direkt TC, Gottes Segen. Also Sure 52, Vers 28 war das, gell? 24, Sure Ah ja. 58, Sure 52, Vers 24. Vers 24. Okay. Wenn du sowas äußerst, solltest du schon bereit sein, auch das Ganze wiederzugeben. Ja, also ich habe auch schon ein bisschen meine Erfahrungen mit Moslems gemacht. Also früher, ich bin jetzt nicht so alt, aber so mit Moslems und so, was sie gemacht haben. Jetzt ist mir auch klar, wieso sowas passiert ist und wie sowas passieren kann, weil die das halt, genau, weil es halt im Koran steht, ja. Also dass die auch mehrere Frauen haben dürfen und ja. Also das ist natürlich Vergangenheit, aber ich habe auch vergeben dieser Person, aber so damals habe ich richtig Hass und Wut gehabt, so also gegen Moslems, ja, kann man so sagen. Nein, du Aber darfst ich sie nicht hassen, ne? Du darfst sie nicht hassen ja, und darfst auch richtig. deine Verachtung dafür für sie haben, ne? Weil sie sind halt in dieser Religion gefangen und man muss halt versuchen, so gut es geht, sie aufzuklären und die Wahrheit aufzusagen, ne? Und das ganze Bild, was entstellt wurde gegenüber der Bibel, auch wieder klarzustellen, ne? In ein richtiges Licht zu rücken. Ja, also wie gesagt, aber das kann, wenn zum Beispiel steht ja auch geschrieben, man soll nicht die Perlen vor die Schweine werfen. Das steht in der Bibel, ne? Werft nicht die Aber das Perlen vor die Problem, Säue. ja genau, vor die Säue, genau, Entschuldigung. Das Problem ist, wenn jemand nicht verstehen will und ein Beispiel, wenn es nicht, wenn die wollen nicht und die sagen, so wie dieser junge Mann, ja, ich bleib Moslem, weil er will das ja für Gott machen, er will ja treu bleiben, ne? Aber der weiß halt nicht so viel und so. Also ich bin auch ehrlich, ich weiß auch nicht viel vom Koran, aber ich habe mich einmal mit dem, vielleicht einmal habe ich gelesen, was im Koran, aber ich habe auch gesehen, da steht auch was über Jesus, aber ich weiß auch, dass sie Isa Jesus nennen und dass sie halt Jesus nicht als Propheten sehen, sondern Mohammed als Propheten. Und für mich ist das ja falsch. Also ich sehe ja Ja, Sie Jesus sehen als. Jesus Christus als Propheten, wir ja nicht. Die Bibel sagt ja nicht, dass er nur ein Prophet ist. Der ist ja mehr als ein Prophet, sondern der Ja. ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde, um für uns zu bezahlen. Das Genau, glauben der die Muslime Gesamte. natürlich nicht. Ne?
Ja, genau. Ja, und aber wie gesagt, früher habe ich auch, wo ich in der Schule war, habe ich auch muslimische Freunde gehabt und Freundinnen. Habe mich auch gut verstanden mit denen und so. Die haben mir nie wehgetan oder so, haben mich nie verletzt. Also es gibt so und so, aber sobald es anfängt mit, genau, mit Christentum oder Religion, also Koran oder so, dann gibt es Diskussionen, Streit. Und ich habe auch mal einmal von einem Moslem gehört, so Aussage. Das ist auch sehr lange her, der hat gesagt, ja, ich glaube auch an Jesus. Aber die haben dann halt so Koran und so verbreitet und so weiter, also in der Stadt so gesagt und gesagt, ja, Koran ist Liebe, Liebe und kein Hass und dies und das. Und dann habe ich halt keine Lust gehabt, so mit ihm so weiterzureden oder so. Ja. Okay, alles klar, dann danke ich dir vielmals für deine Worte, dann bis zum nächsten Mal. Ja, schönen Gott segne Tag. dich. Gott segne. Ciao. Amir, Gottes Segen, hi. Gottes Segen auch dir, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dankeschön, Amir. Amir, ich habe mal Oh, eine Gottes Segen, Frage. meine zwei Kennst du die Brüder. Quelle von Al-Tabari, wo er schreibt, dass Christen zu Mohammed gekommen sind und ihn dafür kritisiert haben, warum der sagt, dass Jesus nur ein Prophet ist? Ja. Ich hänge, ne? Ja. Ich bin stehen geblieben, oder was? Ja. Ja, nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur das, dass sie ihn herausgefordert haben zu einer Debatte, aber der ist irgendwie nicht Ich habe erschienen oder sowas, ne? Amir, hör mal, das ist von Al-Tabari zu Sure 359. Das ist auf einer saudi-arabischen Internetseite für Tafsire. Ja, Ich hab das. dann kannst du es ja zeigen, weil dieser Tafsir wurde nicht auf Deutsch übersetzt und auch nicht nur und nicht auf Englisch. Den gibt es nur auf Arabisch. Ja, auf Ding Koran KSU Education auf der Richtig, richtig. saudi-arabischen Seite. Warte. Das ist eine Bombe, Amir. Du musst das hören. Du brauchst das. Ich such das raus für dich, warte. Bruder, danke schön, dass du das extra rausholst, weil ich hätte es auch machen können, aber alles gut. Warte ganz kurz. Ich muss nur Amir suchen. Ich hängt, gehe ne? bald zurück. Voll viel Ding, warte, ich such's kurz raus. Währenddessen könnt ihr euch ja ein bisschen. Also während er es rausholt, kann ich ja von Ja. dem Tafsir erzählen. Da geht es darum, dass zwei Christen zu Mohammed kommen. Anscheinend sind das Könige sogar. Und sie fragen Mohammed: Wir haben gehört, dass die Christen von Narian eine Delegation zum Propheten brachten. Möge Gott ihn segnen. Unter ihnen war Al-Said und Al-Agib. Und das waren sie auch, Meister damals. Also man nennt sie Meister. Und sie fragen Mohammed: Mohammed, warum nennst du unseren Jesus nur ein Prophet? Er sagt: Ja, weil Jesus nur ein Sklave Allahs ist. Und da sagen sie: Dann nenn uns doch nur einen Propheten, der die Wunder gemacht hat wie Jesus Christus. Und Mohammed hat keine Antwort für sie. Also die gehen weiter und Mohammed ist traurig. Da kommt Jibril und Mohammed fragt Jibril um eine Antwort. Und Jibril sagt nur: Jemand, der behauptet, dass Jesus nur ein Prophet ist und also jemand, der behauptet, dass Jesus Sohn Gottes ist, der ist ein Ungläubiger. Das war die einzige Antwort von Jibril. Jetzt haben wir weg. Ich bin hier. Ja. Ich schicke das kurz Hast du raus. gehört, Amir? Ich habe es gehört, ja. Ja, Der ja. Christian Prince hat das, glaube ich, auch mal erwähnt gehabt. Kann das Ja. sein? Ich weiß es nicht. Ich habe das gestern mit einem Bruder zusammen gefunden. Wir haben gesucht. Und ja, und dann fragen die Christen Mohammed, wer ist eigentlich der Vater von Jesus? Und Mohammed kann nicht antworten. Da muss wieder Jibril kommen und Jibril sagt, das Gleichnis von Jesus ist wie das Gleichnis von Adam. Gott sagte, sei und er wurde, aber das ist ja falsch. Der Allah hat, die Muslime haben ja ein Riesenproblem mit 1. Buch Mose, ne? Lasst Ja. uns Menschen machen, uns ähnlich nach unserem Bild. Aber Allah macht genau dasselbe in Sahih al-Bukhari, kannst du das nachschlagen? Er hat Adam nach seinem Ebenbild erschaffen und er ist 60 Meter, 30 Meter groß. Allah ist ein 30 Meter großer Schienbein. Wahnsinn, ne? Ja, ich hab's. Ihr könnt das eingeben bei Sahih Bukhari. In his image müsst ihr eingeben. In his image. Dann kommen Ja. diese ganzen Hadithe. Er hat's Die Muslime gewundert. haben gar keine Ahnung von ihrer Religion.
Könnt ihr das glauben? Mohammed konnte seinen eigenen Koran nicht verteidigen. Jibril musste Klar, helfen. ich hab's. Ich kann nicht mehr, ey. Ich kann nicht mehr. Das ist heftig, ne? Der Ja. Mohammed braucht Jibril, damit er den Koran verteidigt. Da kommt eine Ziege und frisst Korane. Ein Mann in der Moschee muss Mohammed an Suren erinnern. Ja, alles Erdenkliche ist diesem Mann passiert. Er wurde verhext. Er hat sich vorgestellt, mit seinen Frauen zu schlafen, obwohl er es nie getan hat. Was ist das? Was für ein Bild porträtieren die Hadithe uns von dieser Person namens Mohammed? Das ist Aber unglaublich. Ami, an dem Punkt hat Jibril auch nicht den Koran verteidigt, weil Jibril sagt nur, sagt, wer das behauptet, ist ein Ungläubiger. Jibril bringt kein Gegenargument. Weil die Christen fragen ja, Mohammed, bring uns doch nur einen Propheten, der so viel Wunder wie Jesus gemacht hat, wenn er nicht Gott ist. Und die können keinen bringen. Und die sagen, ja, sag einfach, er ist ein Ungläubiger. Wie so Kinder im Kindergarten. Da, hier, ich hab's doch. Hier. Kannst du lesen, Bruder? Übersetzen? Ja, warte, Dinge, das ist die Seite, warte, ich mach kurz hier, ich übersetze ins Deutsche rein, warte. Ja. So. Warte, Google Übersetzer, Text, Englisch zu Deutsch. Zack, da. Steht, Delegation von Najran. Die Sunna zeigt der muslimischen Gemeinschaft, wie sie einen Dialog mit ihnen führen kann. Leute des Buches. Imam Ibn Kathir erwähnt in seinem Tafsir, dass dies die Ursachen der früheren Offenbarungen seien. Ein Teil von Suratu al-Imran ist, als eine Delegation von Christen aus Najran kam, um einen Pakt auszuhandeln mit dem Propheten SAW. Benz AMG, der Prophet erlaubte ihnen, in seiner Moschee zu beten und sich niederzulassen. Dauerte einige Tage. In einigen Erzählungen handelt es sich um etwa 60 Männer, 40 waren Adlige und Mönche. Das Thema dreht sich um die Prophetenschaft und die Herrschaft des Propheten Isa AS, die sie beweisen wollen, dem Propheten SAW, dass Jesus Gott oder der Sohn Gottes ist. Allah ist der dritte von drei Einigkeit. Sie wählen zwei Personen, die sie im Dialog vertreten. Sie sind Abu Harita bin Al-Kama und Aqib ibn Abdullah Masih ibn Kafir, Band 1, Seite 551. Der Koran offenbarte die Position Jesu. Der Prophet forderte sie auf, den Islam anzunehmen, da sie im Streit unterlegen waren. Sie sagten: Wir sind unreife Muslime. Der Prophet sagte: In der Tat hast du dich nicht unterworfen, sagten sie. Und dann sagten sie: Wir sind Muslime vor dir, sagt der Prophet. Ja, wir sind Muslime gewesen vor dir. Dann sagt der Prophet: Was? Sie haben sie daran gehindert, Muslime zu werden. Sie schreiben Allah Partner zu und essen Schweinefleisch. Sie sagten: Okay, sag uns den Vater von Jesus, o Mohammed. Der Prophet schweigt. Dann Allah enthüllt einen Teil der Suratu al-Imran von Anfang bis zu etwa 558 Versen, auf die er reagierte. Die Anfrage der Delegation von Najran ibn Kafir als Antwort darauf: Frage. Allah sagt: Wahrlich, das Ebenbild von Isa, Jesus, vor Allah ist das Ebenbild von Adam. Wieder ein Fehler. Er erschuf ihn aus Staub und sagte dann zu ihm: Sei, und er war. Das ist das Erste. Ich kann jetzt weitergehen auf der Seite, weil das ist voll viel. Aber da ist das, was du sagst, alles insgesamt. Guck mal, wenn du willst, ich kann dir einen Link reinschicken, wo du das alles findest. Ja, Bruder, die wichtigste Stelle ist halt, wo Jibril kommen muss, um Mohammed zu helfen, aber Genau. Mohammed nicht helfen kann. Das ist Genau. bei 71,64, glaube ich. Warte, das ist über 71,64. Ja, Warte. das ist bei 71,64, Bruder. Da sagen die, na, bring uns doch einen Propheten, der die Wunder wie Jesus gemacht hat. Sura 61, warte, stimmt, du hast Nein, recht. nein, nein, Sura nein, den Vers. 361. Nee, 71,64. Oder Sura 71. Nein, Sure 359, Tafsir al-Tabari. Das sag ich doch. Und dann hast du Rechtsnummern, Zeilennummern. Und bei Ja. 71,64 kommt das. 7164. Ja.
Genau, 7164. Genau. Warte. Habt ihr jetzt mein Livestream übernommen oder was? Amir, du kannst Kaffee trinken gehen. Amir, mach mal eine Pause. Ich trinke nicht so lange was ist. Darf ich, Leute? Soll ich euch noch Nein. Kaffee bringen oder sowas? Kein Problem, Dr. Sheikh Abu Amir macht das. Kaffeemaschine im Kofferraum. Wir haben einfach meinen Livestream gekapert, Leute. Was soll ich mit denen machen? Ich lade noch Einfach meine Cousins ein, Amir, warte. Ja, ist halt eine wichtige Stelle und die sollte eigentlich jeder Christ kennen, weil bei jeder Debatte kann man das auspacken und dann, wenn Mohammed nicht mehr verteidigen konnte, wer sonst? 7164. Mein Bruder, jetzt finde ich das. Warte, ich war gestern noch drinnen. Ich gehe hier in meine Chronik. Ich war gestern noch dort drinnen, ja. Warte ganz kurz. 7164, warte, ich finde es gleich schon. Warte. Oder soll ich dir den Link schicken? Schnell? Ja, wenn du den Link hast, dann ist noch besser, weil da muss ich nicht die ganze Zeit suchen. Ich habe vergessen, das zu screenshotten gestern. Ja, Weil ich war super. gestern drinnen mit Dudi zusammen, mit Budi zusammen war ich drinnen und habe das komplett durchgenommen. Dass Gibril dann kommt und sagt und Mohammed tut ihn dann berichtigen. Das ist so eine Katastrophe. Und das ist Genau. Al-Tabari, ne? Al-Tabari kann man nicht leugnen. Genau. Oder ich hab dir den Link geschickt, du kannst in deine Nachricht jetzt draufklicken. Wo, Bruder? In Auf TikTok. TikTok? Ah, da, warte, gut. Das Problem ist, warte kurz. Ich gehe kurz in meinen TikTok hier im PC rein, weil sonst kann ich das nicht hier öffnen. Warte ganz kurz. Das ist auch der Wahnsinn, wo ich das gestern gesehen habe. Ja. Warte. Ich suche noch ein Hadith dazu, weil es wird bestimmt was geben und dann war's das. Da. Guck hier. Lass euch ruhig Zeit, kein Problem, ich bin hier. Wenn ihr mich braucht, sagt einfach Bescheid, ja? Kein Problem, Bruder. Guck mal, ich tue die Seite, kurz auf Deutsch übersetzen. Ach so, Amir und ja. sein Team, genau. Um die Zeit zu Als überbrücken, wenn das so Amir. meine Schüler sind gerade am Erzählen. Ist alles Spaß, Leute. Bruder, jetzt musst du da oben hingehen auf Tafsir-Gelehrte. Oben, wo der schwarze Balken ist. Und da musst du auf den untersten klicken. Alter. Ja, auf den ganz untersten. Ja, da. Ein. Amir, wenn du mal auf TikTok 7164. unterwegs bist, ne, da kannst Ja, du ich hab's. gleich das Video finden. Viele Brüder teilen das. Ich habe mit Tauhid debattiert. Du kennst doch bestimmt Tauhid. Ja, Okay. ich kenne diese Kinder aus TikTok, Ja. ja, genau. Ich hab mit ihm debattiert, das Video geht rum. Du musst dir das mal angucken. Ich als der Unwissendste von allen, ja. Du musst dir mal die Debatte Der angucken. war nicht mal, der war nicht mal in der Lage, den Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 5, Vers 51 aufzuschlagen. Ja, da belügt er sich auch noch selber, der Typ, ey. Du wirst es bestimmt auf TikTok irgendwo sehen, weil viele teilen das gerade. Bruder, das ist 7164 von Genau, Al-Tabari. 7164 von Al-Tabari, genau das ist Ja, guck mal, Al-Kasim erzählte uns, er sagte, Al-Hussein erzählte uns, er sagte, Hajjaj erzählte, bla 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 bla, die ganze Agatha. Agatha. Autorität. Der sagte, die Ähnlichkeit von Jesus mit Gott ist wie Adam. Er erschuf ihn aus Staub und sagte dann zu ihm, sei und er ist. Schon Und mal der er erste Punkt. Er sagte, es wurde von Al-Aqib, von Al-Sayyid, von den Leuten von Najran berichtet und sie sind Christen. Ibn Jurayr sagte, wir haben erfahren, dass die Christen von Najran mit einer Delegation zum Propheten kamen. Möge Gott ihn segnen und ihn Frieden schenken, Ja, darunter die wollten mit ihm debattieren, die wollten den zur Rede stellen, ne? Dann ist er Genau, abgehauen. genau. Mubahala wollte er machen danach und dann hat er sich zurückgezogen. Guck, Najran mit einer Delegation zum Propheten kamen, möge Gott bla 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 bla, darunter Al-Sayyid und Al-Aqib, die zu dieser Zeit dem Herrn des Volkes von Najran wegen Najran, sie sagten, O Prophet, O Mohammed, womit beleidigst du unseren Freund? Er sagte, wer ist dein Freund? Sie sagten, Jesus, Sohn Marias, du behauptest, er sei ein Sklave, also ein Abdullah. Und dann der Gesandte Allah, Gesandte Gottes Gebete und Frieden seien hinter ihm, sagte, ja, er ist der Diener Gottes und sein Wort, das er Maria gegeben hat und ein Geist von ihm. Wieder Fehler.
Sie wurden wütend und sagten, wenn Sie ehrlich sind, dann zeige uns einen Diener, der die Toten wiederbelebt, die Blinden heilt und aus Ton die Form eines Vogels erschafft und ihnen den Vers einhaucht. Aber er ist Gott. Also schwieg er, bis Gabriel zu ihm kam und sagte, O Mohammed, diejenigen, die sagen, dass Gott, der Messias, der Sohn Marias ist, haben sicherlich nicht geglaubt, also die Käfer. Der Vers und der Gesandte Gottes, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden schenken, sagten, O Gabriel, sie baten mich, ihnen das Gleichnis von Jesus zu erzählen. Gabriel sagte, das Gleichnis von Jesus ist wie das von Adam. Er schlug ihn aus Staub und sagte dann zu ihm, sei oder ist. Als sie am Morgen zurückkamen, trug er ihnen die Verse vor. Ibn Hamid sagte, Salama sagte uns, auf die Autorität von Ibn Ishaq, bla 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 bla, das war's eigentlich schon. Aber da gibt es einen bestimmten Hadith, wo er sagt, ich habe Adam mit, also nach meinem Ebenbild geschaffen. Ja. Und der ist so ein 90 Cubics, Cubits oder sowas steht da. Ich habe den Hadith hier schon bereit, warte, ja. Ich muss nur kurz reingehen. Allah muss also ein 30 Meter großes Schienbein sein oder sowas, keine Ahnung. Ja, genau. Mit einem Fuß da dran und zwei rechte Hände oder sowas, keine Ahnung, was das ist. Ich hab den Robocop. Robocop. Warte, ich habe den Hadith hier parat schon. Allahs Körperteile. So, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Roboter, den man so zusammensteckt. So. Kati, Kati. Kennt ihr noch damals diese Power Ranger, wo die sich dann alle so zusammengesteckt haben und dann dieses Riesenteil geworden ist? Kennt ihr das noch? Wo die sich dann so vergrößert haben und dann gegen diese Kreaturen gekämpft haben? Genau so ist das. Wahnsinn. Guck, ich das jetzt zu haben. Boah, ich habe so viele Dinge, Mann. So viele Ordner. Warte, ich hab's gleich. Muslim ist das wertvollste, warte. Ich hab's gleich, eine Sekunde. Ich hab nur viel zu viel, das ist immer schwierig, ein bisschen dann zu finden. Ich muss es irgendwie anders sortieren, dass ich dich schneller finde. Fast eine erstaunliche Stau. Wo wollen die Leute alle hin? Mann. Was Körperzahl? Ach komm, warte, ich gib's einfach bei sunna.com ein 60 Cubits. 60 Adam. Ja, ich hab's schon gefunden. Es ging so viel schneller. Ab jetzt speichere ich das direkt ab, damit ich das nicht immer wieder suchen muss, weil manchmal hängt mein Kopf. Ich bin nicht so wie Arm, ja, so laufende Dinge, Enzyklopädie. Da. Sahih al-Bukhari 33, 26. Der Prophet sagte, Allah erschuf Adam und machte ihn 60 Ellen groß. Als er ihn erschuf, sprach er zu ihm, geh hin und grüße diese Gruppe von Engeln und höre auf ihre Antwort. Denn es wird dein Gruß sein und der Gruß deiner Nachkommen sein. So sagte Adam zu den Engeln, Assalamu alaikum, der Herr Friede sei mit euch. Die Engel sagten, Assalamu alaika wa rahmatullahi, Friede und Taufe. Aber dieser Dr. Sheikh Abomey, der macht mich wahnsinnig. Dieser Dr. Sheikh Abu Amir macht mich wahnsinnig. So. Catch me if you can. Kennt ihr den Film? Catch me if you can.
anschneiden wie Transporter. Ja, so ist das. Ich mag das nicht, wenn das hier mein Bauch irgendwie drückt. Ich habe noch nicht richtig angeschaut. Ja, da sehen wir mal wieder, ne? Gerade eben haben wir ja mitbekommen, dass der Sheikh und der andere Bruder, da diese Sachen vorgelesen haben und dann auf einmal das RIS-System dann reagiert hat, ne, sofort. Und ich glaube, anhand der Stimmen erkennt dieses System, wer da gerade live ist. Und sobald ein Wort fällt, was dem nicht passt, wird sofort gesperrt. Heftig, ne? Was war gestern mit Coach Frankie? Ja, also der hat ja versucht, mich zu animieren wegen hier Geld machen. Und er wollte ja Match spielen, hat er ja von den Leuten gesagt, komm, wie wäre es, wenn wir ein Match machen? Match ist ja nichts anderes als das Geld aus den Taschen der Leute ziehen. Ist ja nichts anderes. Und dann animierst du die Leute dazu, irgendwie dann Geld da rein zu brettern, ne? Und dann ein Team gegen das andere Team. Ja, das machen diese ganzen Leute hier auf TikTok, ne? Das ist ihre Berufung. Die bringen ja nichts Gescheites auf die Kette, sondern machen Matches und reden dann über komische Dinge und so. Die können das nicht einfach so miteinander reden. Nein, da muss direkt Match gemacht werden, um sich Hunderte von Euros zu machen. Ja, wir tun halt die Leute leid, die dann für solche Leute, die den ganzen Tag dann da sitzen und Matches spielen, die dann da was da reinwerfen für sowas. Ja. Aber muss jeder für sich selber wissen. Und wer verliert, muss Strafe machen. Ja, das ist das. Die sind nur noch gefangen in dieser Match-Zeugs da, ne? Matchmacherei, genau. Es geht. Das geht. So gut. Was? Geht's dir gut? Ja, mir geht's ganz gut. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir? Nee, mir geht's auch gut. Hast du es mitbekommen, wenn diese Ausländer, dass sie alle nach Deutschland kommen? Bitte? Hast du es mitbekommen, wenn den Ausländer, dass sie alle nach Deutschland kommen? Die habe ich doch gepostet. Hey, wo? Ich habe es nicht gesehen. Ali, habe ich es nicht gesehen. Ja, auf dem Account. Okay. Ich glaube, ich habe so einen Shadowban oder was ist das? Bitte kurz. Ja, jetzt. Du bist ein. Erstmal ein Stummschaltpaket. Du bist nur hier, um mich zu melden. Stummschaltpaket, go. Tschüss. Dankeschön. Habt ihr gesehen? Ich war gerade eben verwirrt. Ich habe ja zwei Accounts. Einmal den mit 11.000 oder 12.000, einmal den mit 23.000. Und ich dachte, ich wäre mit dem mit 23.000 drinne. Und dann habe ich... Hi. Wie geht's dir, Ulan? Wie geht's dir? Ah, guck mal hier, siehst du? Oh, Kreuz getan. Die sind schon warm bei dir, ja? Was? Die sind schon warm, die wollen ein Match, gell? Nee, wir machen hier kein Match und ziehen das Geld den Leuten aus der Tasche. Hör auf damit! Ich mach das auch nicht, Bruder. Ah, okay, gut. Guter Junge. Nein, ich mach, also wenn die wollen, die supporten, wenn nicht, dann nicht, weißt du. Nein, wir machen sowas nicht. Wir beten zu Gott, dass Gott uns hilft. Mit allem, was wir haben, verstehst du? Das ist sowieso. Das machen wir sowieso, weißt du? Und aus welchem Land kommst du? Ich bin Kurde aus dem Irak. Du? Kurdi Kurmanji! Sorani! Sorani! Sorani Zani! Ah, okay, aber verstehst du Kurmanji? Ja, ich verstehe Kurmanji. Ah, Cewani! Ich kann aber ein bisschen verstehen, ja, weil es ist nicht gleich so ein bisschen schwer, ne? Okay. Weil und? In Irak gibt es nicht so viele Kurmanji. Ah, okay. Seid ihr Muslime oder was seid ihr? Ich, ja. Ja, Muslim? Alhamdulillah, ja, Bruder. Aber du hast nie mit Islam was zu tun gehabt, ne? Du bist einfach so ein Namensmuslim, ein Hobby-Muslim.
Wer sagt mal das? Nein, Bruder. Aber du hast doch, du liest doch nicht jeden Tag Koran oder folgst Allah und Mohammed. Nein, das nicht, aber man sagt jemand, Alhamdulillah, ich bin Muslim, weißt du, aber ich mach das nicht alles richtig, aber ja. Ja, weißt du, was die Muslime mit deinem Volk angerichtet haben, mit den Kurden, ne? Ja. Die Araber, ne, was die mit euch angerichtet haben. Bruder, ich lese nicht über, ich habe noch nie gelesen sowas, weißt du, und auch nicht Politik, weil mit Politik und ich habe nicht gelesen, sag dir ganz ehrlich. Ja, ich selber kam aus dem Islam, ich habe Islam verlassen für Jesus Christus, verstehst du? Okay. Ich habe erkannt, dass Islam nicht die Religion Gottes ist, sondern Jesus Christus das Gegenteil von Religion macht, verstehst du? Religionen sagen immer, mach und tu und vielleicht wirst du gerettet, vielleicht, weiß man nicht. Du musst machen und tun, damit du errettet wirst. Aber Jesus Christus macht genau das Gegenteil, Bruder. Er macht das genau das Gegenteil von Religion und sagt, ich komme zu dir und will ganz nah bei dir sein. Und aber ich werde dir all deine Sünden vergeben. Woher weißt du das alles? Weil er das selber sagt in der Bibel. Und in der Koran, was sagt in der Koran? Du warst Muslim, ne? Hast du ja, der Koran, Muslim, ja? Der Koran sagt auch, Jesus ist Gott. Aber du hast Koran gelesen, ja? Ja. Wo steht in Koran, Jesus ist Gott? In Sure 9, Vers 31. In Sure 3, Vers 49. In Sure... Warte, sag ich dir sofort, ja, Sura... In deiner eigenen Koran steht das, aber nicht in unserer Koran. Ja, hol dein Koran. Weißt du, weil in Islam... Du bist zu Hause und hast kein Koran, ne? Guck mal. Du glaubst an, jemand stirbt und liegt in anderer, also wenn man stirbt, in anderer Welt geht? Nein. Du, hast du Kinder? Nein. Stell dir vor, du hast Kinder und so Mafia-Leute entführen dein Kind und rufen dich an und sagen, entweder du gibst uns da Lösegeld für dieses Kind oder wir werden es töten. Aber du musst dein Leben für das Kind geben. Wirst du bereit, für dein Kind zu sterben, damit dein Kind befreit wird? Aber für... Antworte. Ja, aber das hat nichts zu tun mit Islam und Jesus. Nein, damit wollte ich dir nur ein Beispiel nennen, dass Gott aus der Bibel stellvertretend für dich bezahlt hat, obwohl du die Strafe auf dich nehmen musstest, verstehst du? Er liebt dich so sehr, dass er dich rausgeholt hat aus dem, was du da bist. Du musst nur Ja zu ihm sagen. Bruder, aber ich weiß nicht... Was ist Jesus? Jesus gibt's nicht, es gibt nur Gott. Jesus gibt's nicht? Was sagt denn der Koran über Jesus? Ich hab nichts gegen Religion, ja? Ich hab nichts gegen Christen, nichts gegen andere Religion, ja? Aber wenn jemand kommt wie du und sagt, Jesus ist Gott und das und dies und ich war Islam und du machst das nur für damit du mehr Zuschauer hast, ja? Ach so, sich umbringen zu lassen für mehr Zuschauer, ne? Also sich töten lassen für Zuschauer, TikTok-sportlich. Keiner tut jemand einfach so. Ja, Mohammed hat doch gesagt, man bettala dini faqtiluhu, wer seine Religion ändert, den. Und jetzt, es gibt das? Ja. Also macht man das jetzt? Ja. Wer? Ja, haben schon zweimal versucht, mich... Ja, weil du gegen Islam schießt. Aha, siehst du, also gibst du doch zu. Siehst ja, du? Aber du schießt gegen die Leute, du sagst Islam ist, du beleidigst uns. Das ist, wenn ich deine Religion beleidige, dann heißt das, ich dich beleidige und deine Religion. Wenn dein Gott andere Religion beleidigt, willst du dann immer noch dieser Religion folgen? Sag, folg deiner Religion und mach dich von unserer Religion. Nein, aus. Weißt du, weil der will zeigen, dass Jesus ist besser alles. Ja, das weißt ist, du, das ist der Grund aber, da dran. Aber ja, das aber der war Muslimer, sagt ja, er. Weißt du? Guck mal. Ich sag dir nur, guck mal, wenn du jetzt
sagst, ich bin Christ geworden, ich liebe Christ, ich habe nichts gegen dich, weil das ist deine Entscheidung, ja? Das ist deine Entscheidung, aber du kannst nicht Islam, sagst du, die töten den und die machen so, die machen so, und du willst die anderen Leute auch ändern wie du. Ja, aber stell dir mal vor, jemand würde Lügen über dich verbreiten. Würdest du nicht wollen, dass jemand das klarstellt, damit diese Lügen nicht mehr verbreitet werden? Guck mal, in Mohammed, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gibt es einen Film, ja, auf Deutsch. Und die können auch das sehen. Und die genau, die können wissen, was da damals passiert ist, ja. Was ist denn damals passiert? Ein Mann, der kommt einfach auf TikTok, die Muslime so, der ist so. Die können auch genau euren Fernseher sehen, alles. Okay, ich merke schon, ich muss jemanden reinholen, der ein bisschen Dings, wie heißt das, nennt man das? Fitner macht, ja, du brauchst auch solche Leute. Digga, der ist krank, ich schwöre. Was ist mit dir, Mann? Woran, ich merke, ich kann nicht mit dir mein Lieber, du kannst nicht mal richtig Deutsch. Seht ihr, was für eine Sichtweise der über den Islam hat, über Mohammed, sein Leben und sowas? Das war Ahmad Patron, wer ist das? Nein, das war kein Ahmad Patron. Leck Schwanz, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, du Bastard. Deine Oma soll vergraben, ich fick's auf deine toten Schwanz. Leck Eier. Oh, guckt euch den mal an, siehst du? Guckt euch diesen kleinen Muslim an. 13 Jahre und schaut mal, wie er redet. Leck Schwanz. Leute, schaut mal, guck mal, wie ein 13-jähriger Junge redet. Guck mal. Schande auf dich und deine Familie, dass du so redest. Schande auf deine Mutter, du Hurensohn. Dass dein Vater nicht mit deinem Gürtel dir Respekt beibringt. Auf deine Familie, du Schwanz. Guck mal, ein 13-jähriger Junge, Leute. Werd auf dein Gesicht gewichst. Woher willst du wissen, dass ich ein Moslem bin? Nur Muslime machen sowas, mein kleiner Junge. Woher willst du das wissen? Ja, du bist ein Muslim, du bist Araber oder so. Nein, ich bin nicht Araber. Doch, bist du. Und jetzt geh raus. Verschwinde. Unglaublich, ne? 13-jähriger Junge, wir haben ja an seine Stimme gehört. 12, 13 ungefähr. Wie der redet, ne? Verdorben bis zum geht nicht mehr, ne? Möge der Jesus Christus ihm vergeben. Vater, vergib ihn dem, denn er weiß nicht, was er tut. Ein kleiner Junge, habt ihr das gerade gehört? Absolut. Wenn der nicht das mal. Ja. Ich höre dich, ja. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Randele Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch sehr gut, danke sehr. Also ich wollte fragen, wie kann man. Glauben stärken, indem du die Bibel liest. Ja, ich lese es. Indem du ins Gebet gehst. Ich lese also immer so, wenn ich in die Schule gehe, die Bibel, ne? Also das Neue Testament. Du liest in der Schule die Bibel? Nein, wenn ich in die Schule gehe, so im Zug, im Bus so. Ich verstehe nochmal bitte. Wenn ich in die Schule gehe, dann also einfach so im Bus, im Zug, dann lese ich die Bibel. Ja, ist doch super, sehr gut. Das ist doch schon mal super. Also ich bin von der Moral. Anstatt das Handy mitzunehmen, anstatt das Handy aufzumachen, kannst du ein Buch mal aufmachen, was natürlich seltener geworden ist in unserer heutigen Zeit. Ja, also ich habe ein Buch, ne? Ich habe es halt gratis bestellt gehabt von einer Seite, die du empfohlen hast. Hm.
funktioniert nichts. Wir werden immer noch als Sünder gerichtet. Also man muss das wirklich in dem Verhältnis verstehen. Paulus redet hier in einer rhetorisch... Gerade in einem anderen Account mit drin war. Wieso ruht sich dein Gott am siebten Tag aus? Also, du denkst also mit deinem wahnsinnigen Hirn, dass Gott so wie ein Mensch so sagt, boah, war das aber anstrengend, jetzt muss ich erstmal ruhen, ne? Absolut Wahnsinn, absolut Wahnsinn. Ja, das ist das Gehirn eines Muslims, denkt so, Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das Gehirn eines Muslims gesehen in den Kommentarbereichen? Er stellt sich so bildlich vor, wie sein Gott, so, also wie der Herr, dann so sagt, oh, jetzt habe ich das alles beendet, jetzt ruhe ich erstmal von meinen Werken. Das ist Gehirn, Atomphysiker-Gehirn von Dünndarm. Kein Wunder, dass er sich Dünndarm nennt. Dünndarm 36 mal Gehirnzellen. Das ist wahr. Ich reg mich nicht auf, ich lach nur darüber. Wenn jemand schon so Panne drauf ist, sowas überhaupt zu äußern und dann über theologische Dinge zu sprechen. Gott sei Dank ist das ein Muslim. Also leugnest du deine Bibel. Dünndarm, bitte verschonen uns doch mit deinem geistlichen Durchfall. Ich bitte dich, komm. Verschone uns alle mit deinem 36er IQ. Ja. Dünndarm 36 IQ. Dünndarm. Das ist heftig. Das ist Wahnsinn. Dünndarm, Dünndarm, Dünndarm. Hörst du mich? Ach, der hat pausiert. Ja. Ich müsste nur meine AirPods auf Transparenz schalten, weil sonst höre ich mich selber nicht. Ja, auf jeden Fall. Es ist so traurig. Viele Muslime werden in die Familie geboren, wissen überhaupt gar nicht, warum sie Muslime sind. Sagen nur wegen der Familie oder ich weiß nicht, aber die beschäftigen sich auch gar nicht mit dem Koran richtig, mit den Hadith, mit allem vom Islam. Die sind es einfach nur. Wie du immer sagst, diese Shisha-TikTok-Muslime da, die haben ja, meistens gar keine Ahnung, ja, warum sie überhaupt Muslime sind. Hören, die Bibel sei verfälscht, hören von anderen sowas und glauben direkt alles, aber glauben ja nicht mal das, was im Koran steht, weil das steht da ja eigentlich so gar nicht drin. Aber ja, die haben halt keine Ahnung. Das ist so traurig. Ich kann nur sagen, an jeden Muslim, an jeden Nicht-Christen, an jeden, der keine Religion hat, kommt alle zu dem wahren Gott durch den Herrn Jesus Christus. Nur durch ihn kommen wir in den Himmel und er hat für uns alle unsere Sünden auf sich genommen und ist gestorben für alle Menschen. Und wer das nicht sieht, das ist traurig. Weil wir sind alle geliebte Kinder Gottes und Gott möchte alle Menschen retten, nicht wie Allah, der die Hölle füllen will oder will, dass man sündigt. Das ist so. Kommt alle zum wahren Gott, er liebt euch. Und nur er kann euch das geben, was ihr braucht. Kein Mensch kann euch das geben. Amen. Amen, ja. Das ist... Danke dir für deine Worte, mein Lieber. Dich zu danken, das sind die Worte des Herrn, sage ich. Amen. Aber... Okay, mein Lieber, möchtest du noch was sagen? Nein, alles gut. Okay. Mach's gut, mein Bester. Mach's besser. Ciao. Ciao. Ja, da hat er gute Sätze gesagt, der Bruder da. Denn nur durch Jesus Christus kommen wir in den Himmel. Ne? Es gibt keinen anderen Weg. Wer ist dank dir? Der Jesus Christus hat für uns stellvertretend bezahlt und das ist einfach nur phänomenal. Und auch du, Dindar 36, kannst das Geschenk der Gnade annehmen. Du kannst deine Seele in Sicherheit bringen, anstatt deine Seele aufs Spiel zu setzen für Allahs Religion mit Schienbein, 72 Jungfrauen und so und sowas. Das ist nicht von Gott, das weißt du auch ganz genau. Danke dir, Bruder. Du weißt genau, dass das nicht von Gott ist. Du spürst das doch innerlich. Als ich zu dem Thema kam mit dem Himmelreich von Allah, als ich mich mit dem Islam beschäftigt habe, mit meiner Religion,
Da war mir doch alles schon klar und deutlich, dass dieser Gott, was der da verspricht, fleischliche, irdische, gesinnte Sachen. Der verspricht dir hier so Möbel in deinem Haus und Essen, Trinken und sowas, ne? Das kannst du doch nicht. Das Himmelreich ist doch viel mehr als sowas. Und dann auch noch die schlimmsten Sachen, wenn du noch weiter in den Islam eindringst. Mit Palmen, PINIS und sowas. Und 70 Jahre Dauerorgan, ne, du weißt schon. Das kannst du doch keinem erzählen. Stell dir mal vor, Dünndarm, du müsstest ehrlich sein und den Leuten erklären, was Allah da im Himmelreich mit uns macht. Wir kommen da an, erstmal kriegen wir Fischleber zum Essen und dann macht Allah unseren PINIS so dick und so lang wie eine Palme. Und dann auf einmal stehen dort die 72 Hurel Ain. Und die mit den Hintern dann 1,6 Kilometer breit sind. Wem willst du das erklären? Die Leute denken, du kommst aus der Irrenanstalt und hast erstmal hier die Betontabletten zu dir genommen. Kein normal denkender Mensch würde auf die Idee kommen, so eine Religion nachzufolgen. Das ist der Wahnsinn. Allein an der Himmelsvorstellung müsste schon Ende sein, Ende im Gelände. Das musst du doch sehen. Das musst du doch eindeutig sehen, Mann. Und du kannst sogar noch deine eigenen weiblichen Mitglieder deiner Familie dann auch noch penetrieren. Was ist das für ein Glaube, Mann? Deine Schwester, mit zwei Schwestern wirst du es gleichzeitig dann machen? Sag mal, geht's euch noch gut, Mann? Zwei Schwestern gleichzeitig mit Oma, Nichten, Tante, Cousinen. Kein Thema in Allahs Himmel. Wisst ihr noch, als ich mit El-Kurdi gesprochen habe? Alles ist erlaubt, Amir. Alles ist erlaubt. Ah, was ist, wenn jemand die Sahabe haben will? El-Kurdi, was ist damit? Was ist, wenn jemand Sahabe haben will? Alles ist erlaubt. Ja, fast alles ist erlaubt. Da ist wieder Ausnahme, wenn es um Sahaba geht. Das kannst du keinem mehr erzählen, ehrlich. Du kannst sogar schwanger werden. In Allahs Himmelreich kannst du sogar schwanger werden, mein Lieber. Heftig. Und das Kind dauert dann also 20 Minuten, bis es dann geboren wird. In einer Zeitspanne bis zu 20 Minuten kannst du das Kind gebären. Ja, wo kommt denn das Kind dann raus? Aus deiner Nase oder was? Oder aus dem Hintern? Oder wie? Also, guck mal, Kerim schreibt, du bist besessen. Obwohl ich mich aufrege über eure Quellen. Ne, das kann sich keiner vorstellen. Kerim, wenn du in Allahs Himmelreich ankommst, dann wird er dich sogar trächtig machen, wenn du willst. Du wirst schwanger werden. Wenn du Bock hast auf Schwangerschaft, dann kannst du schwanger werden. Das Kind kommt dann entweder aus deiner Nasenlöcher raus, Ohrlöcher oder aus deinem Hintern dann. Ist das der Glaube oder was? Der Glaube an Gott? Kehre um zu Jesus Christus, der dich liebt und dich retten will vor diesem Wahnsinn. Unfassbar, ey. Unglaublich, Mann. Der gesamte Eisen der Erde in Anus, ja richtig, siehst du? Hier, BS hat es gesagt. Hier. Wer weiß, wo sich das befindet, ohne nachzugucken? Habt ihr gelernt von Dr. Sheikh Abu Amir? Mal gucken, wer es schafft. Nein, nicht Sunna. Wo befindet sich das, Allah das gesamte Eisen der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und in den Hintern der Menschen reinschiebt und das aus den Nasen wieder rauskommt? Koran ist schon mal gut, welche Sure? Ja, Koran ist gut. Welche Sure? Ja, das zu googeln ist schwer, weil das findest du so nicht. Steht im Tafsir. Ja, welcher Tafsir zu welcher Sure? Koranstunde bei Dr. Ja, Tina, ein bisschen müssen wir auch ein bisschen lernen. Wenn es mal dazu kommt, dass ihr in Gesprächen seid, dass ihr das drauf habt.
Ja, sehr gut. Leni hat es geschafft. 69, 30 bis 33. Sehr gut. Leni hat es hinbekommen. Hier, Leni Art. Sehr gut. Und dazu müsst ihr den Tafsir von Ibn Kathir lesen. Er sagt, dass Allah das gesamte Eisen der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und in den Hintern der Muslime reinschiebt. Oder beziehungsweise der Menschen. Wahnsinn, ne? Und dann werdet ihr angereiht in Heuschrecken. Ja, genau, richtig hier. Tafsir Ibn Kathir, Sure 69 bis 37. Sure 69, Vers 30 bis 33. Sehr gut. Lass mal reden. Ja, Jonas, du hast noch nicht mal 1000 Follower. Wie willst du da reden? Bruder, 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 Bruder. Ja. Pass auf, was du sagst. Ja, nicht, dass du auf einmal irgendwas sagst, dann werden wir gesperrt. Da haben wir gerade mal wieder die nächste Generation Asoziale gehabt. Die nächste Generation von den Asos. Ja, Und traurig, eine Junge, traurig, 13 traurig. Jahre alt, die 13 Jahre alt. Ja. Meine Güte, ey. Keine Erziehung genossen, ey. Meine Wie der geredet hat, ne? Wie der geredet hat. ist Unglaublich. kein Der hat den gesamten Stream gesperrt, ey. Ja. Stell dir mal vor, du würdest ihn anzeigen. Sein Vater würde ihn so an seinen Ohren langziehen, bis Ja, seine Ohren. was soll, das wird doch sowieso fallen gelassen. Der ist doch strafunmündig, also der ist Ja, nicht aber straf. seine Eltern müssen dann dafür aufkommen. Nee, seine Eltern werden dafür nicht aufkommen. Doch, Bruder, seine Eltern kommen dann dafür auf. Die müssen dann zahlen, glaub mir. Ja, ich wünschte, den könnten wir einmal in den islamischen Staat schicken. Da, wo der Dawlat al-Islam geherrscht hat, in Irak und Syrien. So als kleine Schocktherapie, Bruder. Zu den maskierten Leuten, die den ganzen Tag Nackentherapie verpassen. Genau, eine kleine Schocktherapie, damit die wissen, was Sache ist. So wie die meisten Leute, die Deutschen machen das ja oft, wenn die ihre Kinder beim Rauchen erwischen, dann sagen die, jetzt musst du die ganze Packung rauchen. Und dann rauchen die ganze Packung, müssen kotzen und rauchen danach nie wieder. Genauso eine Schocktherapie musst du denen auch verpassen. Als ich klein war, weißt du, was unsere Eltern immer gemacht haben? Es wird das nie vergessen. Als wir klein waren und wir diese schlimmen Wörter geäußert haben, hat meine Mama dann immer so Pfeffer in unseren Mund reingetan, ne? Damit wir sowas nicht mehr machen. Das ist so gang und gäbe in der orientalischen Welt. Weil wenn du was sagst, dann muss direkt wieder sowas Scharfes da reinkommen, damit du das nicht wieder machst. Nö. Pfeffer da reingetan. Bei mir Aber haben die Dinge gemacht. trotzdem hat es uns nicht abgehalten, weiterzumachen. Das ist heftig, ey. Ja, das ist Aber traurig. so wie er gerade Ich geredet hat, das war schon heftig. Das war schon heftig. Das war schon richtig dämonisch und das schon nur mit 13 Jahren. Aber das, was du sagst, das stimmt. Bei uns haben das auch, zumindest bei mir haben die das auch gemacht, dass die scharfe rote Peperoni genommen haben und über meine Lippen geschmiert haben, dass ich Ja, verreckt bin. siehst du? Das ist normal bei Orientalisten. Ne? Die Deutschen legen ihre Kinder dann auf den Dings, auf die ja, Knie und dann gibt es Popohaue. Und bei den Orientalisten, ja, die meisten hauen ja, machen ja dann mit der Faust auch nochmal weiter. Ey. Bei uns gibt es Da kein gibt es nochmal Gürtel. Ey. Ja, Genau. genau hier. Melinka hat es gesagt: Gürtel ist Gürtel. Zwei dumme Gedanke. Bei uns alles das gleiche. Vater holt Gürtel raus, aber nicht normale Gürtel mit so riesen Dingen. Sind mit so riesen große Eisending vorne, wo du das zumachst. So Ja. dass auch richtig schön der Abdruck auf dem Rücken bleibt für 2 Wochen. Naja, heftig, ne? Ja, das ist das, ne? Das ist das. Abnormalitos, das ist richtig radikal. Guck noch mal, ich gehe noch mal raus und guck mal, ob ich den Hauptaccount jetzt wieder frei habe. Ich komme jetzt gleich wieder, bis gleich. Ja. Was für eine Zeit wir angekommen sind. Ne? Die versuchen euch, beziehungsweise mich und diese ganzen Leute, die etwas gegen den Islam sagen und die Botschaft mitgeben, mundtot zu machen, ne? Das System.
Eigentlich musste ich Mossad anrufen und den Staatsschutz, damit die sich darum kümmern. Der Mossad-Agenten Dr. Scherer, aber mir darf man doch nicht sperren, das kann doch nicht wahr sein. Ja genau, einfach happy sein, das mögen sie nicht, genau. Ich glaube, ich rufe gleich mal beim Staatsschutz an und dann sage ich, gehen Sie mal bitte hier bei TikTok Deutschland mal gucken und die mal zur Rechenschaft ziehen. Was soll das? Was ist das? Ich muss weiterhin Hetzologie betreiben, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das sein, dass Dr. Scherer bei mir keine Hetzologie mehr betreiben darf? Das kann es nicht sein. Ich muss viel, viel Hetzologie betreiben. Danke, Michael. Gottes Segen, Ami, wie geht's dir? Gottes Segen auch dir, mein Lieber. Mir geht's gut. Handel, Jesus, wie geht's dir? Auch gut, Handel, Jesus. Handel. Jesus Christus, mit Gott. Was liegt dir auf dem Herzen, Ami? Was mir auf dem Herzen liegt? Ja, du hast mich hier eingeladen. Wie, ich hab dich eingeladen. Du hast doch eine Anfrage geschickt. Hä? Was ist das denn? Wozu hast du ein Ethologiestudium abgeschlossen, ja? Wozu? Ja, 1. Johannes 5,20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um uns Verständnis zu geben, den Wahrhaftigen zu erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Haben wir ein neues Hetzmobiliar. Hetzmobiliat. Hetzmobiliat. Und, hört ihr mich gut? Haben wir zwei gut wie Heads Turtle, ja genau. Ja, auf Nummer sicher, ne? Safety first. Perfekt. Ja, wie gesagt, also das System versucht uns gerade zu erziehen, jeden von uns. Jeder, der live kommt, jeder, der diese Debatten führt, Diskussionen über Religionen und Politisches und so, wird sofort gecancelt, ne? Durch diese ganzen künstlichen Intelligenzen, ihr seht das da, diese AI, was die alles drauf haben, ne? Sobald deine Stimme auftaucht, weil die können ja nicht 1 Milliarde Livestreams ja verfolgen und sperren. Anhand solcher Äußerungen, das Gesicht und Wörter, die fallen, wird sofort gesperrt. Heftig, ne? Die wollen, dass du diese Worte nicht mehr sagst, ne? Absolut krank. Und dann leben wir hier in Deutschland, in einem meinungsfreien Land, aber trotzdem innerhalb Deutschlands gibt es Systeme, die sich nicht dem Grundgesetz unterordnen und einfach wahllos sperren. Das ist der Wahnsinn. Eigentlich müsste Deutschland sagen, TikTok, die Leute dürfen ihre Meinung äußern, du hast nicht das Recht, sich zu sperren. Und wenn es, wenn du sie sperrst unrechtmäßig, dann müssen wir vor Gericht gehen und du wirst dann also zur Rechenschaft gezogen, das TikTok-System. Und TikTok, derjenige, der das gerade das System am Laufen hält, ne, mit diesen ganzen Wörtern, die ausgesprochen werden, dass das sofort gesperrt ist, der Quatsch. Das System funktioniert also nicht richtig. Weil ich habe ja nicht mal ein Wort gesagt und dann wurde ich gesperrt. Der kleine Junge war das doch. Warum werde ich denn gesperrt? Egal, wir haben den Herrn Jesus Christus, ob ich jetzt da bin, weg bin. Ob nächster Account kommt, egal. Jesus Christus bleibt trotzdem Sieger. Der Herr hat den Tod besiegt und Gott sei Dank gehören wir zu ihm und wir werden auch überwinden. Weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Da seht ihr mal, ne, dass sie den Herrn Jesus Christus versuchen, in dieser Gesellschaft auch richtig runterzubuttern. Ne? Und seine Anhänger dann mit ihm. Ne? Denn der Herr sagt, wenn die Welt euch hasst, wisset, dass die Welt mich schon vor euch gehasst hat. Fährst du nach Basel? Ja, ja, genau. Ich fahre nach Schweiz. Nein, ich fahre nicht nach Schweiz. Ich fahre ein bisschen rum.
und versuche ein wenig mit euch Gemeinschaft zu haben, ein bisschen Smalltalk führen miteinander. Nach Afghanistan. Danke dir, Bess. Ach, heute ist der Boxkampf in Berlin, ne? Ja, stimmt. Die. Heute treten wieder die ganzen TikToker gegeneinander an, ne? YouTuber und TikToker. So eine hohe Energie aus dir heraus, das ist abnormal. Man sieht richtig, ja, dass der Herr Jesus Christus an deiner Seite ist. Amen. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Und du weißt ganz genau, Worte können dir sehr viel Energie rauben. Lass das nicht zu. Ja, danke dir. Nein, ich lasse das niemals zu, denn die Worte, die der Herr Jesus Christus uns mitgegeben hat, sollte uns immer wieder stärken, nach vorne zu marschieren. Egal was ist, niemals aufgeben. Natürlich. Und also vor circa 3 Wochen haben mich 3 Leute fast umgebracht, weißt du? Aber ich wollte es zurückzahlen, aber der Herr Jesus Christus hat mich beruhigt. Weil, wie es ja der Jesus Christus schon gemacht hat, den Leuten zu vergeben, so tue ich es auch. Ich habe fast meinen rechten Ringfinger verloren, weil ich mich durch die Glasflaschen habe schützen müssen. Und dann bist du so eine Person und du gibst mir auch noch weiter Kraft und Vertrauen an das Gute. Weißt du, was ich meine? Ja, ich hoffe. Vielleicht ist auch alles passiert, dass ich. Ja? Ich hoffe, dass du immer den Herrn Jesus Christus vor deinen Augen hast. Auf ihn fokussieren, nicht auf mich oder irgendeinen hier von uns. Er ist unser Vorbild. Das. Er ist derjenige, der sündlos ist. Wir sind Sünder. Wir machen Fehler. Wir enttäuschen. Wir sind nicht perfekt. Der Herr Jesus ist perfekt. Das ist richtig. Und das habe ich auch leider erst durch ein paar Sachen erfahren müssen. Am eigenen Leibe. Dass ich nur Jesus brauche und nichts anderes im Leben. Und vielleicht solche Menschen wie dich, die diese Botschaft weitergeben. Damit ja, ich man kann es nicht vergisst. Ich kann natürlich ein Werkzeug sein, die Worte, die gewählt werden, dass du dann darüber nachdenkst und dann dem Herrn auch folgst. Ne? Und dem Ruf, also mein, was ich hier gesagt habe, die Worte, die ich gesprochen habe, wie der Heilige Geist mir das so gegeben hat, hat die Menschen natürlich dazu bewegt, umzukehren. Sehr viele. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das, was du machst, ich sehe das mehr als eine Mission. Das ist einzigartig, was du machen tust. Eigentlich sollten sich viele ein Beispiel an dir nehmen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Ne? Wir sind alle, wir bilden alle das Leib Christi und jeder hat seine Funktion im Leib. Wie gesagt, du bist für mich einzigartig. Bleib so, wie du bist. Lass dich nicht von Worten entmutigen. Und ich sehe nur das Beste für dich. Du, wie du es gesagt hast, der Jesus Christus ist an deiner Seite und ich hoffe, es wird dir nie was passieren. Das sind nur Leute, denen die Wahrheit wehtut. Aber du wirst sie ins richtige Licht leiten. Dank Jesus Christus. Ja, Amen. Amen. Danke, dass du mich angenommen hast. Eine gute Fahrt wünsche ich dir und viel Erfolg, weil bei uns sagt man ja nicht viel Glück oder mein Gott. Deswegen sage ich dir viel Erfolg. Viel Erfolg. Ja, der Herr Jesus Christus ist ja unser Erfolg. Unser Erfolg ist der Herr Jesus. Er ist es. Er ist, das ist so. Das ist die Wahrheit. Ja? Das sage ich gerade als Halbbruder. Amen, Bruder. Gottes Segen. Was bist du, halb? Halb tot bin ich, mein Freund. Also halb tot. Ja, möge der Herr dich ganz schnell genesen lassen. Danke dir. Ganz schnell wieder aufrappeln. Danke dir. Hoffentlich. Geh tief ins Gebet. Bete zum Herrn und lese ein wenig in der Heiligen Schrift. Werde ich machen. Das werde ich machen. Genau, das ist das, was ich gemeint habe. Du gibst diese Botschaft und dank deiner Worte werde ich es auch wirklich machen. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich gemeint habe. Wundervoll. Gott segne dich da. Super. Danke dir. Alles gut. Okay, mein Lieber. Segne dich.
Köln. Funktioniert wieder alles? Ja, das hängt irgendwie übelst, der Mike. Jetzt geht's wieder. Ja, geht wieder. Bruder, du weißt doch, ich habe gerade noch zu dir in Instagram gesagt, kein Rückzug, kein Aufgeben. Dieses Zitat von Karate-Tiger. Ich habe nichts verstanden, ganz deutlich. Ich habe doch gerade bei dir in Instagram, wo wir kurz miteinander gesprochen haben, gerade, wo du rausgeflogen bist, habe ich doch gesagt, kein Rückzug, kein Aufgeben. Dieses Zitat vom Karate-Tiger. Ja, genau, richtig, genau. Kein Rückzug, kein Aufgeben. Ne? Jetzt habe ich das. Er hat ein Anrecht, mehr gefürchtet zu werden als die Menschen. Ne? Jetzt habe ich das gerade hier in Kommentaren geschrieben. Da kommt einer und sagt, dir ist Christus voll egal. Meine Güte. Danke, Christian. Sagte mir, dass mir Christus voll egal wäre, nur weil ich ein Zitat aus Karate-Tiger auf Spaß poste, nicht normal. Ja. Wahnsinn. Geil. Aber da siehst du mal, hast du gesehen, ne? Der Junge, der bringt diese ganzen Wörter, beleidigt ohne Ende und ich werde gesperrt. Guck dir das mal an. Was das für ein kaputtes System ist bei TikTok. Siehst du, ja. Der Kanal, also der Account ist jetzt gefährdet. Ich denke, bei noch ein paar Mal, dann ist der gesperrt, für immer. Steht schon oben bei dir Kontowarnung. Ja? Steht bei dir oben schon bei dem Account Kontowarnung drauf? Nee. Ja, dann ist noch nicht schlimm. Wenn da sobald da Kontowarnung steht, dann lass den Account ein bisschen in Ruhe und geh von anderen Accounts rein, bis dieses Kontowarnung wieder weg ist. Würde ich dir empfehlen, weil sonst verlierst du genauso wie ich deinen Account. Ja, ich weiß nicht, was. Genauso. Ja, das ist das. Die wollen nicht, dass wir weiterhin aufklären, ne? Nein. Weil die Muslime haben sich so in eine Ding manövriert. Du weißt doch, wie das ist. Die haben sich so in eine Ding Opferrolle manövriert und die Leute, die glauben das. Man hat quasi jetzt hier so Täter-Opfer-Umkehr gemacht. So. Obwohl die quasi Täter sind, hat man die Rolle der Opfer akzeptiert und die Leute kaufen das auch noch ab. Obwohl die überall auf der ganzen islamischen Welt Ich höre kein Wort, Mann. Ich verstehe kein Wort, was du da sagst. Jetzt besser? Jetzt besser, ja. Ja, ich war gerade kurz in einem Raum, wo ein bisschen halt. Jetzt bleibe ich mal hier. Hier halt es nicht. Ja, was ich gesagt habe, war, dass die so in einer Opferrolle drin sind und die Leute kaufen das leider ab. Obwohl der Islam in alle islamischen Länder, wo du reinschaust, Täterrolle hat. Überall werden die Christen verfolgt, die Juden verfolgt, die kämpfen mit dem Tod und was weiß ich was. Es ist so traurig eigentlich, was da passiert. Ja. Das ist wirklich so traurig. Das ist das Kranke, ne? Unsere Geschwister werden hardcore verfolgt in diesen Ländern und wir können hier nicht mal unseren Mund aufmachen und uns gegen den Islam aussprechen und die Leute, die Muslime aufklären über diese Sekte und sie rausholen aus dem Islam. Ne? Eigentlich müsste der Staat uns alle unterstützen bei dieser Sache. Das ist krank. Ja, eigentlich müsste es sowas wie eine Opferkonferenz geben, anstatt dass es sowas wie Islamkonferenzen die ganze Zeit gibt. Es gibt nicht mal eine einzige Opferkonferenz. Das ist so schade. Es wird einfach so hingenommen und akzeptiert. Das ist echt schade. Ja, wir sind hier auf der Spielfläche des Teufels, das weißt du ja. TikTok ist ja keine Plattform, keine Plattform des Herrn oder sowas. Nein, wir müssen uns in den Bereich des Teufels begeben, um diese Sache zu nutzen, um viele Menschen zu erreichen, um auch das Tau zu ziehen. Ne? Der Teufel versucht auch am Tau zu ziehen und so viele Menschen wie möglich mit in den Abgrund zu reißen. Und wir genauso, wir steuern dagegen, ne? Das ist heftig. Das ist so ein Machtkampf, der Machtspiel. Ich glaube, dahinter steckt auch ein politischer Auftrag, so dass das gefördert wird. Ja, mit unter anderem. Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dahinter ein politischer Auftrag steckt, dass man die
quasi, dass man das auch so akzeptiert. Weil sonst würdest du auch nicht die ganze Zeit sehen, dass wir in Massen, in wirklichen Massen in Europa die ganze Zeit so Flüchtlinge aus diesen Ländern kommen, wo potenziell auch man versteht dich nicht. Bruder, warte, ich komme kurz von mein anderes Handy rein. Das Handy ist vielleicht ein bisschen kaputt, okay? Ja, dann warte mal. Warte kurz. Das ist ja grausam, ja, als wäre der im Aquarium drin oder sowas. Ey, Lieben, haltet immer an Herrn Jesus Christus fest. Er ist der ewige Sohn Gottes, der Mensch wurde. Lasst euch nicht berauben eurer Gnade, denn der Herr kam, um das Seine zu behüten und zu beschützen. Wie der Hirte Israels, ne, der wahrhaftige Hirte Israels, kam, um seine Schafe, um seine verlorenen Schafe zu suchen und sie zu erlösen. Amen. Der wahrhaftige Hirte. Ich bin der gute Hirte, spricht der Herr Jesus. Ne? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was? Mein Account ist auch halber lahmgelegt. Kann weder Folgen noch Münzen bekommen. Oh, was ist denn passiert, TC? Jetzt halten die dich auch noch auf, oder was? Du hast doch gar nichts getan. Was ist das denn? Ich raff hier gar nichts mehr. Wie verrückt ist das Ganze? Gott, Gottes Segen. Dein Plan seit 2 Wochen so. Okay. Vielleicht hast du einen, weiß ich nicht, auch so ein Banner bekommen oder was? Keine Ahnung. Komm auf Telegram. Kann man da auch live gehen oder was? Da kann man doch nur Gruppe erstellen. Hab Beschwerde eingelegt, aber keine Antwort bis jetzt. Ja, es kann sein, dass du dir dann einen neuen Account erstellen musst, ne? Ja, mein armer Kanal, also mein armer Account hier, der mit fast 80.000 Abonnenten einfach weg. Wisst ihr noch, als ich dann live gegangen bin, fast 1.600, 2.000 Leute waren immer drinne. Da waren die ganzen Leute bei mir, ne? Wahnsinn. Aber da siehst du mal, der Herr Jesus Christus hat das gewährt, aber der Herr Jesus Christus hat auch gesagt, okay, bis hierhin und das reicht. Damit ich sehr viele Menschen aufklären konnte, auch hier bei TikTok, wo ich mich gewundert habe, ich dachte, diese Leute wissen alle, wer ich da bin, aber es gab noch zigtausend, die mich nicht hatten. Wahnsinn. Die haben wir auch erreicht. Hammer. So, jetzt. Versteht man mich jetzt besser, Bruder? Ja, rede mal einfach weiter. Danke dir. Jetzt ist besser, 100%, weil das ist mein neues Handy. Ah, okay. Weißt du, warum die das machen, Bruder? Weil die versuchen jetzt auch einfach Leute wie dich auszutrocknen, indem die Leute, die wo dich supporten, quasi davon abhalten, dass sie dich supporten können, so dass dein Kanal quasi keinen Support kriegt. Ach so. Ja, klar, ja. Das ist alles Taktik. Das, glaub mir, ist alles Taktik, das ist alles gewollt. Dahinter steckt System, 100%, ich bin mir so sicher. Ja, die wollen halt diese ganzen Diskussionen, diese Themen wollen die verbannen. Die wollen nicht, dass wir darüber dann reden. Ne? Mhm. Über die ganzen Bestandteile des Islams, die Grausamkeit, der wahre Islam, woher der Ursprung kommt, wer Mohammed war, wer Jesus ist. Mhm. Und die Bibel wieder in das richtige Licht rücken. Ne? Das ist das. Das hat schon alles seinen Sinn und Zweck. Zumindest für die Leute, die das veranstalten. Das hat alles seinen Sinn und Zweck. Sonst würden wir nicht jetzt alles machen. Guck mal her. Die Biene, guck mal, Biene. Ich kannte dich vorher auch nicht. Nur auf Facebook vor ein paar Jahren. Den Ex-Muslim Jaid aus AU. Siehst du?
Was ist AU? Also irgendwie erreicht man schon viele, viele Menschen, ne, durch diese ganzen Social Medias. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, die versuchen halt irgendwie dich lahmzulegen. Das ist bei jedem so. Jeder, der wo kritisch ist, die versuchen den lahmzulegen, egal bei welchen Themen. Es gibt viele Themen, die wo vom Mainstream nicht unterstützt werden und die wo bekämpft werden. Ist echt so. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland mittlerweile. Das ist schon tot. Leider, leider. Deutschland ist nicht mehr das Land, was es mal war vor 20 Jahren. Deutschland war ganz anders. Ganz anders. Als wollen die, siehst du, die merkst du das, die wollen, dass der Islam hier so nach vorne kommt, merkst du? Ja. Auch dieses mit Lampedusa, das da gerade, ne? Das sieht so ultra heftig aus, ne? Als dieses Bild, Bilder gemacht und Videos. Das ist doch genau das, was Jesus auch vorher hat. Wir haben alles liegen gelassen und sind dann abgehauen, ne? Und dann werden die durchgewunken, weiter nach Deutschland. Ja. Alle nach Deutschland. Von dort aus geht's los. Ja. Das ist genau das, was Jesus auch vorhergesagt hat. Und genau das wird auch eintreffen. Von Tag zu Tag bin ich immer mehr überzeugt, dass das eintreffen wird, was Jesus vorhergesagt hat. Weil die Zeichen zeigen alle in diese Richtung. Guck mal, sogar Leute, die auf Lampedusa den Leuten helfen, den Mädels. Ich hab ein Video gesehen bei Atta-Christ auf ihr Kanal. Da ist ein Mädchen, die wo auf Lampedusa ist und den Flüchtlingen, die wo dort sind, Wasser tut. Die bringt denen Wasser, die hilft denen. Und guck mal, was passiert. Dieses Mädchen wird von arabischstämmigen Muslimen dort angegangen und wird begrapscht und sexuell belästigt, Bruder. Leute, die wo dir helfen, Janne. Leute, die helfen dir und die wird auch noch sexuell belästigt, ja. Ich frage mich, was ich mich immer frage, so kriegen, wie kriegen die denn auf einmal so, macht die das geil, wenn die dann so zu einer Frau hingehen und sie versuchen so auszuziehen und dann verstehe, was macht die denn so geil daran? Das ist doch krank. Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe das auch nicht. Das ist für mich unvorstellbar. Wie machen die sowas denn? Kriegen die dann eine Erektion, wenn die Frau dann so schreit und das nicht will? Oder was ist das, Mann? Mhm. Ahmad Mansur hat das auch gesagt, Bruder. Oder Ahmad Mansur hat das auch gesagt. Sobald eine Frau einen Kopf, also dieses Niqab trägt, das ist nicht ein Schutz. Das ist, wenn zum Beispiel dann ein Mann an einer Frau mit Niqab vorbeigeht, der weiß ganz genau, dass unter diesem Niqab eine Frau ist. Das sexualisiert. Das hat genau den gegensätzlichen Effekt. Es hat nicht den Effekt, dass die Frau schützt. Und wenn ihr mal dann diese Nachrichten verfolgt, was in Mekka bei der Pilgerreise, bei der Hajj passiert, dort gibt es mehr sexuelle Übergriffe als sonst wo. Ja, weil die alle zusammen dort rumlaufen. Ne? Das ist krank. Ja. Jetzt ist ein Bild rausgekommen, Hamir. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Eine Gruppe von türkischen Pilgern, die haben ihre Frauen geschützt, indem die Frauen, so 20 Frauen, in die Mitte genommen haben. Und die türkischen Männer sind alle um die herumgegangen, sodass kein anderer Muslim in die Nähe von denen ihre Frauen kommt. Und dann hat eine Muslima drunter kommentiert, schaut mal, wie wundervoll der Islam ist. Die Männer schützen ihre Frauen. Ja, von wem schützen die denn ihre Frauen? Das ist doch dort an Mekka. Die schützen ihre Frauen von anderen Muslimen. Das ist doch klipp und klar. Ich hab so kranke Videos gesehen, ne, wie die Niqab-Frauen in Saudi-Arabien und in Katar und sowas, ne, wie die belästigt wurden. Ne? Das ist so krank. Die passen die richtig an, Niqab-Frauen. Weil die, weißt du warum? Weil die selber schuld sind, sagen die Muslime. Die darf ohne ihren Mann nicht einfach so das Haus verlassen. Dann ist sie potenziell Gefahr. Ausgesetzt von den sogar Selbstschuld, wenn sie verge, ne, du weißt schon, kein Bruder, du hängst gerade voll ein bisschen. Du hängst gerade gut. Jetzt hast besser. Du gehört, muss ich das wiederholen? Jetzt ist besser. Hast du das noch gehört oder was?
Nein, oh, nein, jetzt ich aufgehört, ist aber perfekt. Oder wo fing das an, wo ich dann noch... Jetzt ist perfekt, wo du gesagt hast, mit islamischen Ländern. Ja. Ja, in den islamischen Ländern ist es ja so, dass die Niqab-Frauen selbst sogar angefasst werden. Ich habe ja viele Videos gesehen. Und die Muslima ist dann selber schuld, wenn sie dann rausgeht ohne ihren Mann und dann belästigt wird. Da gibt auch der Richter der Muslima auch nicht das Recht, sich darüber zu beschweren. Heftig, ne, wenn sie vergehen. Du weißt schon. Ja, das ist so krank. Und dann, guck mal, wie traurig das ist. Und dann muss dieses arme Mädchen auch noch 4 Zeugen bringen. Guck mal, was für, guck mal, wie die Frau eigentlich dadurch, in was für eine Situation die Frau gebracht wird. Sie muss 4 Zeugen haben, die bestätigen, wie sie gesehen haben, dass das PINES, die Frau, die wohl vergewaltigt worden ist, dass die quasi penetriert worden ist. Es ist eine Schande, das ist gleichzeitig eine Schande für die Frau selbst, dass sie sowas nachweisen muss. Und sowas bringt man dann vor Gericht. Kein Wunder, dass die Frauen, die wohl vergewaltigt worden sind, das für sich behalten. Es ist einfach nur eine Schande, was dort passiert. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ich habe mein Herz mal weiter, was Mohammed gesagt hat, dass keine Frau ohne die Erlaubnis des Mannes das Haus verlassen darf. Ne? Nicht mal zu ihren eigenen Eltern, wenn der Mann das nicht will. Genau. Oder mein Herz. Aber Islam hat der Frau Rechte gebracht. Islam hat der Frau Rechte gebracht. Ja. Ich sehe was für Rechte. Ich sehe diese Rechte. Sehr, sehr heftige Rechte. Einen rechten Haken hat er denen gegeben. Bruder, der größte Witz, den ich je gehört habe, das ist der größte Witz, den ich je gehört habe, die sagen, Mohammed war ein Champion der Frauenrechte. Das war der größte Witz, den ich je gehört habe. Wie kannst du sowas behaupten? Mohammed war ein Rechte. Die Christiane Backer hat das mal gesagt, ne? Die damals von Bravo TV oder was war das, ne? Diese Christiane Backer. Ja, die ist halt zum Islam konvertiert, diese Wahnsinnige. Boah. Aber läuft ohne Kopftuch rum. Das musst du dir mal geben. Zum Islam konvertiert, aber läuft ohne Kopftuch rum. Ja, wo ich das gehört habe, ich hab geheult, Bruder. Ich hab fast geheult. Mohammed was a woman's right champion, sagt die. Mohammed was a woman's right champion. Ja, ja. Unglaublich, wirklich, ey. Wie kann man nur. Ey. Meine Güte. Ja, willst du das etwa leugnen? Hallo? Mohammed hat den Frauen ihre Rechte gebracht. Hör auf, sowas zu behaupten. Das ist Hetzerei, was du machst. Wenn du was anderes behaupten kannst, komm und mache ich mit dir Nackentherapie. Sofort. Sofort. Wer bezweifelt, dass der Islam den Frauen ihre Rechte zurückgegeben hat? Also ich bin da voll für, dass die Frau absolut ihre Rechte wiederbekommen hat und sie als das gesehen wird, was sie ist, nämlich eine Perle. Ja, im Islam ist die Frau ja eine Perle. Ja, eine Perle. Sie ist ja nicht gleichzusetzen, mit Hunden und Eseln. Die muss auch nicht das Schleim und den Blut und den Eiter aus der Nase des Mannes rauslutschen. Um Gottes Willen, sowas braucht die Frau nicht zu machen. Sie ist eine Perle. Ja, eine Perle von Kaugummiautomat, Bruder. Sie ist eine reine Perle und hat viele Rechte, einen rechten Haken. Bam! Ja. Sie hat viele Rechte Haken hat sie. Ja. Eine Perle von Kaugummiautomat. Sozusagen. Oh mein Gott, wie kann man sowas ernst meinen, wirklich? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich suche gerade dieses Ding von Twitter, Bruder, mit dem Ding, wo ich dir zeigen wollte, mit dem Ding, mit den Männern, die wo ihre Frauen schützen vor den anderen Muslimen bei der Kaaba. Ich versuche das gerade zu suchen. Nächstes Mal mache ich echt immer sofort die Screenshots, weil da muss ich nicht immer sofort immer suchen. Ich mache immer den Fehler, dass ich es nicht sofort abspeichere. Boah, ich bin müde, ey. Wie lange musst du arbeiten, Bruder? Ich muss nicht arbeiten. Ich mache was machst du gerade?
mach gerade eine Heads-Tour. Bruder, mach mal eine Heads-Tour zu mir und tu mich mal taufen. Ich bin immer noch nicht getauft, Bruder. Ehrlich, du bist noch nicht getauft? Nein, ich will mich nur von jemandem taufen lassen, der wo auch dieselbe ein, der wo das repräsentiert, der Ding so wirklich auch Ding, weißt du? Ich will mich nicht von irgendjemandem taufen lassen, weißt du? Mhm. Ja, kann man machen, kein Problem. Mhm. Ich würde ja gerne einen Aufruf starten, ne? Dass die Leute sich halt taufen lassen, ne? Aber es wird sehr problematisch, weil dann kommen auch bestimmt Leute, die dann Palaver haben wollen und so, ne? Bruder, glaub mir, wir sind mehr. Die Leute, wenn wir einen Aufruf machen, Dinge taufen und so, Armin, was weiß ich was, glaub mir, da kommen tausende Leute. So viele Leute kommen dann. Ja, ja, aber trotzdem, es ist natürlich ein bisschen gefährlich auch für die Leute. Ne? Stell dir mal vor, wenn ich da auftauche, dass eventuell dann die Leute dann in Gefahr gebracht werden, ne? Durch meine Person. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, da hast du auch recht. Sollte niemand eigentlich in Gefahr gebracht werden, so. Auch natürlich. Schade, dass man überhaupt darüber sprechen muss. Ah, Mary ist auch da, Bruder. Oh, Mary. Nee, hey, Mary. Mary. Hey, Mary. Oh, Mary. Mariam, die war meine Assistentin am Freitag. Die hat das sehr gut gemacht. Sie ich hat gelernt, ich weiß nicht, wo die zu suchen hat, die Mariam. Heftig. Ich hab zugehört. Das hat die super gemacht. Die Mariam hat das super gemacht. Ja, Mariam ist super. Sister from another mother. A sister from another mother. Was war das denn da? Platte von... Immer gute Gesellschaft. Immer gute Gesellschaft, das ist gut. Immer gute, gute. So Leute, ich gehe ein bisschen offline. Ich gehe mal jetzt was essen und sowas. Ich kann nicht mehr, ich bin voll am Ende. Mach ein bisschen Powernap, Bruder. Ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Haltet trotzdem am Herrn Jesus Christus fest. Auch wenn Dr. Sheikh Abu Amir oder hier Sheikh nicht mehr da sein sollten. Jesus Amen. Christus ist die Nummer 1 in unserem Leben und die sollte auch so sein. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Wir sehen uns dann eventuell später, ja? Gottes Segen, ciao. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen. Ciao.